Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bradom.at. Nochmal danke, dass wir die 1000 Abonnenten geschafft haben und dementsprechend heute die Ankündigung, wann genau die Turniere stattfinden zum 1000. Abonnenten-Special quasi. Und ja, für alle, die es nicht gewusst haben, natürlich gibt es ein PC-Turnier, ein Xbox-Turnier und ein PlayStation-Turnier. Also nicht nur PC-Turnier, falls das die Leute gedacht haben, wie auch beim letzten Community Cup. Gibt es drei Turniere. Das PC-Turnier nach der Doodle-Umfrage findet am Montag um 19 Uhr statt. Und das ist das PC-Turnier. Ihr könnt euch da noch anmelden. Es gibt einen neuen Doodle-Link, wo ihr euch noch einmal bitte alle anmeldet. Also ganz wichtig, Leute, neuer Doodle-Link. Es gibt PC, Xbox und PlayStation-Turnier. Das heißt, jeder kann mitspielen. Das ist die Idee. Das genaue Format wird dann vor dem Turnier entschieden, weil dann kann ich das flexibler machen, wie wann die Anmeldungen eingehen. Das heißt, meldet euch an über den Doodle-Link in der Videobeschreibung und als Kommentar gepostet. So schaut das Ganze dann aus. Da seht ihr dann, wann ist das PC-Turnier am Montag um 19 Uhr, wann ist das Xbox- und PlayStation-Turnier am Mittwoch um 18 Uhr. Das ist quasi so der Kompromiss jetzt da, weil Mittwoch war so zwiegespalten, ja, manche können 19 Uhr, manche 17 Uhr, deswegen habe ich es jetzt auf 18 Uhr gemacht. Wenn das für euch ein Problem ist, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, dass genug Spieler sind, wie gesagt, es ist ein PlayStation-Turnier und ein Xbox-Turnier und ich hoffe, dass genug Leute sind. Also meldet euch an, spielt mit, es soll Spaß machen und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, anmelden dann bitte mit eurem YouTube-Namen und euren Gamertag, das ist so ein Querstrich, da könnt ihr aber einen Slash oder so verwenden. Wichtig ist, dass ich das dann sehe und für mich ist es wichtig, für die anderen ist es nicht sichtbar, aber dann kann man und meldet euch auch beim Discord bitte an, weil dann kann man das Ganze super organisieren dort. Ausmachen, dort gibt es nachher die Chats für die jeweiligen Partien, aber der Vorteil, dass am PC, dass die PC-Spieler schon am Montag spielen, ist, dass ich dann am Mittwoch besser Zeit habe, das Ganze zu organisieren und für die Organisation und in den Stream schauen kann. Wenn wer streamen will, bitte verlinkt das Ganze, dass es halt der Bradom Community Cup ist und verlinkt es mir, schreibt das einfach in den Titel mit dazu. Sagt es mir bitte auch, wenn ihr streamt, weil gerade wenn ich dann ausgeschieden bin oder am Mittwoch kann ich dann einfach in andere Streams reinschauen, kann ein bisschen Coverage machen und ist das sicher auch lustig. Ja. So viel dazu, wie gesagt, meldet euch an, macht mit, würde mich riesig freuen und für PC meldet euch schon schnell an, für die PlayStation und Xbox sagt es auch, meldet euch auch an, sagt es euren Freunden und würde mich freuen, wenn doch einige mehr noch sich anmelden als bis jetzt waren. Also, das war's von mir, spielt's mit, würde mich freuen und primär Ziel ist einfach, dass es Spaß macht und dann sehen wir uns heute wahrscheinlich am Abend noch zu einem Livestream und morgen dann beim PC-Turnier. Also Leute, macht es gut und spielt's mit. Ciao.